Der erste ging noch. So. Die Konzentration, die hier im Set vorherrscht, die ist förmlich greiflich. Du hattest die Idee, wie bist du drauf gekommen? Ja, ich meine, das ist ein Problem, das man eigentlich immer verdrängt, da denkt keiner dran. Wir hier in unserer Gesellschaft hier haben einfach alles im Überfluss. Bei uns ist eher das Problem, dass die Leute schon wieder aufhören zu essen, weil so viel Essen da ist. Und in anderen Ländern ist es wirklich ja, hart, dass die Leute wirklich verhungern und so weiter. Das Set schaut ja jetzt schon sehr aufwendig aus. Was hast du da verwendet und wie lange hat der Bau da gedauert? Das sind so Ribsplatten, wo man normalerweise fürs Hausbauen hernimmt. Kostet irgendwie 2 Euro das Stück. Und die habe ich halt mit Holzleisten im Hintergrund befestigt. Und ja, das hat vielleicht eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde gedauert und nochmal zusammengebaut. Dreh mal in Ordnung. Also wir haben heute in der Früh um 9:30 Uhr angefangen, das ganze Zeug beim Bauhaus zu kaufen. Ja. Weil es nicht die Qualität, ja. Das haben wir heute gekauft. Dann haben wir noch sowas ein bisschen designt, ja. Also diese Werbung da an der Wand. Ja, das designt. Und ich hab's designt. Und 9:30 Uhr haben wir angefangen, jetzt ist es 4:15 Uhr, ständig durchgearbeitet. Aber es war ganz lustig, hat Spaß gemacht. Wie war jetzt die Arbeit hier im Team? Wie ist sie dir vorgekommen? Ist es produktiv? Ja, so zum Beispiel dieser Kirin. Oh mein Gott, das ist das Warmung von Fockenberger! Ich bin im Bild! Wie man sieht, arbeiten wir hier mit sehr vielen Idioten zusammen.